So, hallo, mein jetziger Film handelt von Verbier, das ist mein Lieblingsskigebiet und ich war in ca. 20 Skigebieten und Verbier gefällt mir davon am besten. Ich befasse mich speziell mit einem Berg, der im Verbier ist, das ist der Mont Gelee. Mont Gelee ist nicht der höchste Berg, der ist bis 3023 Meter hoch, im Skigebiet selber, das geht bis 3300. Das Besondere am Mont Gelee ist, man fährt dort hoch und man kann wirklich in allen Seiten runterfahren, man kommt immer wieder an eine Gondelbahn an. Es gibt dort keine offiziellen Pisten runter, sondern nur Skitouren. Das heißt, die Skitouren, das sind einfach nur markiert und wenn es Lawinengefahr ist, dann sind sie hoffentlich auch gesperrt. Im Grunde kann man dann hauptsächlich drei Abfahrtsrouten runterfahren. Einmal nach Tortue, nach La Chaux oder vorne runter. Wobei man sagen muss, diese vorne runter wieder zurück zum Atlas ist eigentlich nur eher was für Einheimische oder für Engländer gedacht. Tschüss.